So, schönen guten Morgen, das erste schöne Signal. 40. Wir gucken nach, was es ist. Ich hoffe, heute verwackeln die Bilder nicht so. Eine ruhigere Hand, das letzte Mal war es ziemlich kalt. Springt da alles raus hier. Geht hoch auf fast 50. Wo ist es hin? Hier am Rand liegt's. Was haben wir heute? Was haben wir als erstes? Und es geht los mit einer Münze. So kann es weitergehen. Sehr schön, leider gar nichts drauf zu erkennen. Ja, die machen wir sauber, zeige ich dann. Und weiter geht's. Und das nächste. 70. Mal sehen, was ist jetzt erwartet. Erstmal ein Stein. Eieiei. Hä? Jetzt war's weg. Was haben wir hier? Da ist es. Ach, im ersten Moment dachte ich Silber. Trotzdem schön. Sich Regen bringt Segen. Sehr schön. Und weiter geht's. Und jetzt haben wir das nächste, fast identische Signal. Auch wieder relativ weit unten. Ja, hier geht es leichter rauszuholen. Ist nicht allzu steinig. Oh, geht hoch auf 80. Was haben wir denn hier? Ein Patronenboden. Und weiter geht's. Und das nächste. Auch wieder um die 70. Heute haben wir nämlich gleich mal einen großen Spat mitgenommen. Immer noch drinnen. Weit unten. Weit unten. Die hat es doch gar nicht angezeigt. Immer noch unten. Oh, der meckert sich eben ab hier. Was haben wir hier? Ein Stück Blech, weiter geht's. Ja, wieder ein vielversprechendes Signal. 50. So.
So, wir werden gleich sehen, was es war. Hier drin ist es. Hey. Soll es der Bibus sein hier? Was ist das? Was könnte das sein? Irgendein kleiner Ring? Den müssen wir mal reinigen. Schauen wir uns zu Hause nochmal an. Und weiter geht's. Und 2 Meter daneben das nächste. Recht oberflächlich. Glatt 68. Wenn das kein Silber ist, dann ist es was anderes. Und was ist es? Es ist was anderes. Blech. Weiter geht's. Und wieder 2 Meter weiter. Das nächste, 47. Wir entfernen es fachmännisch aus der Erde. Habe ich zumindest vorgehabt. Hä? Ist es denn schon draußen? Was ist das? Das sieht interessant aus. Sieht aus wie Leute kommen. Was ist das? Das ist ja interessant. Sieht aus wie ein Läusekamm. Für unterschiedlich große Läuse. Große Läuse, kleine Läuse. Weiter geht's. So, hier haben wir das nächste. 47. Hier liegt alles sehr tief. Fast alles. Eigentlich noch im Leitwerten brauchen wir hier gar nicht gehen, weil das könnte mal alles Mögliche sein hier. Wo ist es denn? Was ist das? Huch. Eine Harlequin-Musketenkugel. Wird gereinigt, zeige ich zu Hause. Eine Glöckchen ist das, ein kleines Glöckchen. Könnte eine Hundeglocke oder sowas sein, Katzenglocke. Zeige ich zu Hause nochmal. Weiter geht's. Und wieder ein vielversprechendes Signal. 47. Das sind ja alle 47er Signale hier. Ich glaube, der Detektor ist kaputt. Kann man sehen. Komm raus. Bist schon draußen? Aber wo bist du? Ein Knöpfchen. Mit Öse. Relativ blank, ist da gar nichts drauf. Zeige ich zu Hause nochmal. Geht weiter. So, jetzt haben wir das nächste. 66. ist gut.
Und jetzt gleich sehen wir, ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist. Und 66 ist im Moment noch nichts. Lass mal einen Kollegen noch mal holen. Ist noch drinnen. Wo ist der Windbinder hier? Da ist irgendwas. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Öse von der Zeltplane. Und weiter geht's. Und wieder ein schönes Signal. Und das genau unter der Hochspannungsleitung. Was haben wir hier für eins? Was ist es? 45? Und 45. Jetzt sind wir bei 60. Bei 60 und es ist weg. Hey. Komm raus. Habe ich mich so vertan gerade? Weil ich auf die Hochspannungsleitung geguckt habe. Müsst ihr ihn nie ablenken lassen. Das kommt dabei raus. Immer noch drinnen. Pinpointer. Oh, bei sowas wäre ich verrückt. Wenn du es nicht findest, geht er noch? Geht noch. Meine Güte, da könnte ich verrückt werden. Ich will da ja keine Panzer ausgraben. Und weg war's. Nee, da. Wo? Sind wir hier? Einen alten kleinen Nagel geschmiedet. Na dann, weiter geht's. So, jetzt sind wir beim nächsten Signal. Gar nicht so tief. War die Vermutung. Hey. Was haben wir hier? Ein Stein. Das wird es ja wohl nicht sein. Wo ist es denn? Ist doch gar nichts. Ah, hier. Was ist denn das? So, diesmal kein Zahnradknopf, sondern ein Röscherknopf. Vermute ich mal, was soll es sonst sein? Mercedes-Emblem wird es wohl kaum sein. Wird gereinigt, zeige ich zu Hause, weiter geht's. So, haben wir wieder eins. Ein recht hohes 80er. Relativ oberflächlich.
wieder so eine Hülse. Und weiter geht's. Jetzt haben wir genau am Waldrand. Eigentlich ein relativ kräftiges 50er. Und da gucken wir nach. Huch, wo bin ich da? Ey, das ist ja wie. Ist ja wie Moor. Ach, ich sehe schon. Nee, ich sehe es nicht. Ich sehe es doch. Sag mal her. Die hat natürlich gefehlt. Die Tube. Und weiter geht's. Jetzt kommt lange Zeit gar kein Signal. Und dann haben wir einen 62er. Noch sehr tief. Jedes Mal, wenn ich eine Zigarette im Mund habe, habe ich ein Signal. Ich denke, da kannst du eine rauchen, weil gerade nichts kommt. Und dann piepst das. Hä? Okay. Das ist weg. Ich sehe nichts. Das ja. Vogelring. Bisschen klein. Schauen wir zu Hause an. Weiter geht's. Und das nächste. 51. Hat mal wieder Zeit für eine Münze. Immer noch drin, jetzt sind wir bei 67. So, haben wir uns wieder sehr vertan. Was haben wir jetzt? Was ist das? Ei, eine schöne Schnalle. Ja, schöne Schnalle. Weg war sie. Die sieht sehr schön aus. Mit Dorn sogar noch. Wird gereinigt, zeige ich dann. Bis zum nächsten Signal. Und 3 Meter daneben. Das nächste, 40er. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei dem Fischer die Leitwerte immer um 20 niedrig angesetzt sind. Egal mit was ich unterwegs war, Technetics oder Garrett oder sonst was, die Leitwerte sind alle 20 höher. Gleichbleibend 40. Stück Alu. Und weiter geht's. Ne, jetzt hat es wieder angefangen mit Regnen. Das nächste 45er. Ich hätte das nicht mehr durchschalten können. Macht es das Filmen natürlich schwer. Was haben wir hier? Sieht ganz nach einem Knopf aus. Knopf mit Öse, habe ich schon gemerkt.
Eine gegossene Öse. Öse fehlt. Schauen wir uns da nochmal an. Weiter geht's bis zum nächsten Signal. Hoffentlich regnet das nicht noch doller jetzt. Bis später. Und wieder ein 45er Signal. Heute gibt es scheinbar nur sowas. Mal sehen, was hinter diesem 45er steckt. Auch relativ oberflächlich. Oh, ich glaube, ich sehe schon ein Stück Blech. Und weiter geht's. Da gibt es doch eine andere Werte. Nee, doch nicht. Oh, was ist denn das hier? 44. Oh, ich glaube, ich sehe es schon. Da ist es, da. Seht ihr es? Da ist es. Da ist es. Eine Münze. Ach, schade. Die habe ich genau getroffen. Schade. Schade. Ach, den Knick hat sie vorher schon gehabt. Sieht aus wie ein Pfennig. Ziemlich schlecht hier. Wobei die da so silbern glänzt. Nee, in Pfennig. Was ist das? Ein Pfennig ist das. Kennt man ganz schlecht. Mal sehen, was uns das Feld noch bringt. Weiter geht's. Und 3 Meter weiter, ein 35er. Jetzt scheinen wir den Weg wieder gefunden zu haben, den alten. Und da hoffen, dass es nicht wieder Blech ist. Aber wenn, dann müssten wir auch durch. Und was ist es? Sieht man es auf den ersten Blick? Nein. Jetzt ist das, da haben wir es. Ist das schön. Ein Stück einer Dose. Und weiter geht's. So, und wieder gleich daneben. Da haben wir gerade das nächste. Das ist aber mal ein 61er. Könnte vielleicht was werden. Was werden wir hier finden? Ja, warst du schon. Was ist das? Eine Riesenmutter. Und weiter geht's. Draußen ist es. Ui, hier sehen wir es schon. Da. Sieht aus wie ein Knopf. Na, stellt sich gar nicht scharf. Was ist das? Also die Farbe ist phänomenal. Ein alter Knopf, wenn wir gar nicht drauf rumreiben. Gereinigt, zeige ich dann. Und weiter geht's. Und 2 Meter daneben. Das nächste. 63. Das wird wohl jetzt auftauchen.
noch drin. Scheint wieder irgendwas Großes zu sein. Ach, da haben wir es doch schon. Nach jedem Knopf kommt eine Dose. Und weiter geht's. Und der nächste 44er. Da haben wir's. Hey. Was ist es diesmal? In der Graslage drinnen, da kann es ja bloß Blech sein. Ja, wo ist es denn? Ach ja. Doch was, ein Münzchen. Ein Reichszinker. Aber der ist schon tot. Und weiter geht's. Wir haben ein recht undeutliches Signal. 68. Zwischen 68 und 80. Aber wir werden ja gleich sehen, was es war. Da hoffen, dass wir es jetzt erwischt haben. Hey. Ist da drin oder nicht? Doch, da. Herzlichen Glückwunsch, wieder so eine Riesenhülse. Weiter geht's. So, jetzt hatte ich nicht gefilmt, weil ich wieder so einen 44er hatte. Und da habe ich einen Fingerhut. Oben offen. Zeige ich nochmal im gereinigten Zustand und weiter geht's. Jetzt habe ich wieder einen 44er. Jetzt filmen wir mal sehen, was jetzt rauskommt. Das ist bestimmt wieder so ein Vorführeffekt. Draußen ist es. Was ist das? Das ist es, ne? Hä? Hey. So, rum. Ja.
Eine zerdepperte Musketenkugel. Die ist ordentlich aufgeknallt. Und weiter geht's. Jetzt hatte ich wieder ein undeutliches Signal. Das sieht aus wie ein Rest von einem Messergriff. Ist auch ein bisschen verziert hier an der Seite. Ich zeige es dann noch im gereinigten Zustand. Weiter geht's. Sommer 60er. Jetzt laufe ich mal im All-Metal-Modus. Ich habe das Gefühl, ich überlaufe zu viele Signale hier. Ich sehe es schon. Was haben wir hier? Blech. Und weiter geht's. Und wieder 44. Das 44er Feld ist das hier. Und jetzt ist Ruhe. Da ist irgendwas. Was haben wir denn hier? Was ist das? Eine Art Schlüssel. Sieht interessant aus, verschnörkelt. Vorne wie so ein Bart. Wir schauen es uns zu Hause an. Weiter geht's. Das war jetzt wieder so ein komisches, popelisches Signal. Jetzt habe ich es rausgeholt und jetzt ist es aber relativ stabil. Ja, da haben wir es. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Mein erster Anhänger. Sieht aus wie ein Heiligenanhänger. Ich gehe am Stock. Huch, da ist er. Ich gehe am Stück. Der erste. Geile Sache. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Geile Sache. Und wieder nicht gefilmt beim Angraben. Könnte ich kaputt gehen. Das sind aber auch ganz komische Signale hier. Mal gucken. 56. Feine Sache. Wir hören uns später. Weiter geht's. So kann es auch weitergehen. So, das ist wieder das Verwertbare von der Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben und abonnieren. Und dann nehme ich euch zur nächsten Runde wieder mit. Bis später.